15 Channel. Infokanal Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute befinde ich mich an einem interessanten Ort in der Anschützgasse 6a. Ich bin zu Besuch bei Katharina Lichtenberg. Sie leitet hier eine Filmfirma, Making Movies Happen, und macht zum Ausgleich von ihrem stressigen Job sehr schönen Schmuck, den sie hier im Geschäft und mit einem Webshop auch verkauft. Hallo Katharina. Hallo Karin. Freut mich, dass du den Weg gefunden hast zu uns. Du, vor eurem Lokal steht ein Sessel, auf dem steht Pause. Need a break, glaube ich, steht drauf. Was ist das? Und der hat ja sogar eine eigene Facebook-Seite, habe ich gehört. Ja, genau. Also das ist mein Pause-Sessel. Und zwar, die Geschichte ist eigentlich so, ich muss immer ein bisschen aufpassen mit dem Vitamin D, dass ich genug in die Sonne komme. Und 2017, wo wir einzogen sind in das Geschäftslokal, war so stressig und ich bin fast nie rausgekommen und habe dann gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwas machen, dass ich rauskomme, und im Hof haben wir kein Handyempfang. Und, aber vor der Tür ist ein super Handyempfang. Und dann habe ich mir da einen Sessel ausgestellt und habe mich 30 Minuten mit dem Wecker am Tag auf den Sessel gesetzt. Okay. Das hat mich quasi in die Sonne gehängt. Dann habe ich ihn eigentlich, bin ein bisschen schlampig geworden mit dem Reinräumen und habe ihn dann teilweise länger stehen lassen, und dann habe ich gemerkt und mitgekriegt, dass sie dann die Leute, also einfach andere Leute, auch hingesetzt haben, einmal kurz verschnaufen oder Schuhbandel binden oder kurz die Einkaufstaschen abstellen und am Handy was nachschauen und solche Sachen. Und dann, dann habe ich mal die Beschriftung gemacht. Mhm. Und dann bin ich draufgekommen, dadurch, dass wir so viele nicht-deutschsprachige Mitbürgerinnen haben da, dass man es vielleicht auf Englisch beschriften sollte. Ah, need a break. Ja, genau, weil teilweise die Kinder, die setzen sie immer drauf. Aha. Und teilweise haben es ihre Eltern, also haben es ein bisschen geschimpft gekriegt von ihren Eltern, dass sie das nicht machen sollen. Und ich wollte einfach das irgendwie signalisieren, dass das voll okay ist, wenn sie da wer hinsetzt. Okay. Weil ich glaube, das war nicht für alle eindeutig, okay. Genau. Und jetzt ist es aber, ich glaube, jetzt ist es verständlich. Okay. Euer Haus hat ja mehrere Funktionen. Es ist dein Atelier für die Schmuckproduktion. Es ist Coworking Space, ihr vermietet also Arbeitsplätze. Es ist ein Büro der Filmfirma Making Movies Happen. Und du wohnst auch hier in dem Haus. Deine Themen sind also Filmproduktion und Schmuckdesign. Was war eigentlich zuerst? Ich bin schon seit 1999 beim Film und schon sehr lang in der Produktion. Ich habe Wirtschaft und Architektur studiert. Ah. Und der kreative Teil geht mir ein bisschen ab, weil ich habe zwischendurch mal einiges in der Ausstattung gemacht, also Filmausstattung. Und ich habe das aber dann wieder aufgegeben zugunsten der Produktion, weil das einfach meine Stärke ist. Mhm. Und ich da international arbeiten kann mit ganz verschiedenen Teams und zu ganz verschiedenen Themen. Ich habe es aber gemerkt, dass ich irgendein kreatives Outlet brauche, und dann bin ich auf das Material gekommen, also das Material ist Fimo. Okay. Und dann habe ich mal ein bisschen rumprobiert und habe gemerkt, dass mir das taugt, und dann habe ich einfach geschaut, was ich da machen kann und wie, was für verschiedene Formen gibt und so weiter. Also ich mache das jetzt seit 2,5 Jahren ungefähr. Okay. Und da gibt es ja, also die Möglichkeit mit dem Material ist einfach endlos. Mhm. Und es ist einfach super, wenn ich mich da mal echt einen Tag oder 2 Tage hinsetzen kann. Was zeichnet dieses Material aus, oder wie bearbeitet man das, wie schaut das aus? Also Fimo ist, es ist eigentlich so eine Knetmasse, und man kann eigentlich so ziemlich jede Form damit machen, und es ist gut dafür geeignet, in kleinen Formaten zu arbeiten, weil die Textur so fein ist, dass es passend ist für kleine Formate. Mhm. Also es ist nichts Grobkörniges. Ja. Es ist auch sehr leicht, ist mir aufgefallen. Genau, es ist extrem leicht. Also zum Beispiel ein paar Ohrringe, das 7 cm lang ist, hat dann 5 Gramm. Mhm. So in der Richtung. Also das ist ganz, eben deswegen habe ich mich jetzt auf die Ohrringe momentan spezialisiert. Zum Fimo wollte ich noch ganz kurz sagen, es ist eigentlich eine Knetmasse, so ähnlich wie Plastilin. Aber der Unterschied ist, man backt das dann in einem Ofen. Und dadurch wird es hart, beziehungsweise es wird so
eine Mischung aus hart und flexibel. Das heißt, es ist eigentlich unkaputtbar, wenn es mal gebacken ist. Okay. Genau, und es behaltet die Form und die Farben bleichen nicht aus. Also wir haben immer wieder welche in der Auslage draushängen und da ist noch nie, also seit anderthalb Jahren ist da noch nie was ausbleicht oder brüchig worden oder irgendwas. Also es ist super einfach geeignet für so kleine Formate. Mhm. Na super. Und das wollte ich dich eh noch fragen, wie kann man deinen Schmuck erwerben? Man kann ihn bei dir da im Geschäft kaufen, aber es gibt jetzt auch, glaube ich, einen neuen Webshop. Genau, wir haben seit letzten Dezember endlich einen Webshop. Und der Webshop ist www.katharinalichtenberg.at. Momentan gibt es einen kleinen Sale von vergangenen Kollektionen. Ja, da habe ich heute gleich zugeschlagen. Ja, cool. Super, dann kommen wir vielleicht nochmal zum Film zurück. Wir alle schauen ja Filme ständig eigentlich, aber was macht eine Filmfirma eigentlich? Also eine klassische Filmfirma, wenn ich jetzt sage, was weiß ich, wie zum Beispiel MR-Film in Österreich oder DOA, die man halt so kennt, die auch ORF-Koproduktionen machen, die machen Original Content, also die schauen sich Drehbücher an, prüfen das auf Machbarkeit und setzen es dann um. Also das ist halt eine klassische Filmproduktion. Und wir machen eigentlich keinen Original Content, also außer in Ausnahmefällen. Wir bieten das natürlich an, aber es passiert einfach von der Kundenstruktur her eher selten, dass das wer haben möchte. Was wir machen ist, wir machen zu 95% Service für internationale Filmproduktionsfirmen in verschiedenen Größenordnungen, dass wir eben in Österreich internationale Filmproduktionen dabei unterstützen, das zu drehen und das, die Bilder einzufangen, die sie gern haben möchten. Und dabei machen wir, also wir helfen mit der Planung, in Kalkulation und Controlling, also Kalkulation und Überprüfung, dass die Kalkulation auch passt und laufende Updates. Dann natürlich Location scouten, wir vermitteln eben dann die Locations, Equipment und das ganze Team. Wow. Also man kann, bei uns kann es von a guy with a van, also ein Mensch mit einem Auto, bis zu einem ganzen Werbeteam haben wir auch schon gehabt, mit Equipment alles buchen. Wow. Genau. Der Oberbegriff dafür ist Service Production und Line Production. Und ich bin Producerin. Ich schaue halt, dass das alles zusammengeht. Ich sage immer, was ich mache, ist, ich schaue, dass zufälligerweise alle gleichzeitig am selben Ort sind und das Equipment auftaucht. Na, das ist ja super spannend, was ich da höre. Du, Katharina, habt ihr schon mal im 15. Bezirk gedreht? Ja, da war lustigerweise für deutsche Produktion, also deutsch-österreichische Co-Produktion, wenn mir nicht alles täuscht, glaube ich, in 2015 haben wir oben beim Gemeindebau in der Anschützgasse gedreht, also beim oberen, beim gelben. Lustig, super. Okay. Weil da sind einige spannende Wohnungen drin und der Hausgang ist ganz gut, weil es ein bisschen ein Babalatschengang ist und sehr lang. Mhm. Also das ist optisch ganz gut dort. Und vor 4 Wochen haben wir gerade ein Fotoshoot gemacht mit einem Partnerbrand. Also mit einer Bekannten von mir, die hat ein Modelabel und mit der waren wir am Rustensteg. Und dann wir sie ist Rustensteg, super. Ja genau, also wir haben die Ohrringe beigesteuert und ein bisschen so Produktionssupport. Meine Mitarbeiterin war dabei, super. Die Antonia, und hat ein bisschen geschaut, dass alles passt, dass das gut in Szene gesetzt ist. Genau. Und die haben eben auch die Base gehabt bei uns im Büro. Okay. Das bringt mich zu unserer letzten Frage. Was verbindet dich mit dem 15. Bezirk? Warum bist du hier gelandet? Also ich mag Rudolfs Crime. Ich liebe ja den Hashtag. Es war eigentlich so, ich bin 2004 nach Wien gezogen. Ich habe den fixen Vorsatz gehabt, ich kaufe mir mal eine Wohnung. Ja, dann habe ich mir genau eben da in der Anschützgasse eine Wohnung angeschaut. Und damals war es, ja, sagen wir, ein bisschen vernachlässigter Stadtteil, aber das macht mir eigentlich nichts. Mhm. Aber ich bin dann ein bisschen herumgegangen, ich bin an der Nacht unterwegs gewesen und habe eigentlich gemerkt, dass es recht ruhig ist, also entgegen der Vorurteile, recht ruhig ist und dass es eigentlich schön ist und zwei große Parks. Und dann habe ich mir gedacht, okay, passt, das machen wir. Super. Na, das freut uns, dass du da gelandet bist bei uns im Grätzl. Okay, dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch bei dir, Katharina. Gerne, danke auch, danke fürs extra Vorbeikommen. Ja, damit habe ich wieder neue Bläherin und Künstlerin im schönen Rudolfsheim 5 Haus Süd kennengelernt. Das freut mich natürlich sehr.
Ich verabschiede mich damit aus der Anschützgasse 6a und vom netten Pausensessel und gebe zurück in das 15 Minuten über den 15. Studio.